Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Unite Guide auf meinem Kanal. Was geht ab, Leute? Wir kümmern uns heute um Fiyaro, einem der wahrscheinlich besten Jungler in ganz Pokémon Unite, der mobilsten Charakter auf jeden Fall, mit einem interessanten Bild, interessanten Moves, interessanten Items und ja, ganz easy wieder. Wir starten mit dem Intro, Übersicht, Lane und Synergy, welche Kampf-Items und welche Trag-Items ihr zocken sollt, welche Skills ihr auf Fiyaro skillen sollt. Ihr findet unten findet ihr wieder Timestamps, ihr seht es auch in der Zeile, falls ihr euch nur für eine Sache interessiert. Und schaut auf jeden Fall auch gerne bei meinem Community-Tab vorbei, denn dort könnt ihr auch für den nächsten Charakter, für das nächste Guide-Video abstimmen und euch überlegen, über wen ich als nächstes einen Guide machen soll. Alright, ich würde sagen, wir legen los. Und zwar fangen wir erstmal zu der Overview von, also zu der Übersicht von Fiyaro an. Und zwar ist Fiyaro in der Speedster-Rolle drin. Viele Speedster sind einfach safe, meistens Jungler, einfach weil die sehr schnell von Top zu Bot überall im Jungle schnell unterwegs sind. Und Fiyaro ist wirklich schnell unterwegs, ist wirklich, wirklich schnell unterwegs. Difficulty ist eher so mittel. Also Fiyaro geht eigentlich fit. Ich sage, es gibt so ein paar Skillshots auf jeden Fall von Fiyaro, die nicht so easy zu hitten sind, wie zum Beispiel Sturzflug oder so, aber dazu werden wir später noch kommen. Ja, ist ein bisschen schwierig. Von den Stats her sehen wir 2,5 in der Offensive. Ich finde, Fiyaro hat viel mehr. Ich finde, Fiyaro Skills machen dafür, was sie können, viel zu viel Schaden. Endurance 1,5 ist nicht wirklich so bulky Pokémon. 5 in der Mobility, also 5 von 5 Sternen. Scoring 3,5 und Support nur 1,5. Sehe ich. Das Gute an Fiyaro ist halt, dass er sehr mobil ist, dass er sehr schnell zur Hilfe ein kann. Aber halt offensiv supportet er. Ne? Er gibt euch jetzt keine Stat-Boost oder kann die Gegner nicht irgendwie debuffen oder so. Das kann Fiyaro sehr, 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 sehr schlecht. Aber Fiyaro ist halt einfach super schnell und absoluter Böllerbus. Gut, als erstes starten wir natürlich mit Datiri. Datiri entwickelt sich auf Level 5. Das ist relativ easy, das ist relativ schnell. Und dann entwickelt sich Tatignis auf Level 7. Das ist auch absolut insane, denn Fiyaro so früh im Early Game zu haben, erstens so schnell Fiyaro zu bekommen und zweitens so mit Fiyaro so krass durchzurasieren, ist sehr, sehr easy. Fiyaro Snowball sehr schnell. Und ihr könnt euch ab dem Zeitpunkt, wo ihr quasi Fiyaro seid, schon fast darauf konzentrieren, euch einfach hochzufeeden, auf den Lanes auszuhelfen und wirklich Kill nach Kill nach Kill nach Kill holen. Wirklich schwierig hier, aber es ist natürlich die Carry-Rolle einzunehmen. Also, ne, ihr müsst halt carryen können mit Fiyaro. Ich sage ich ganz ehrlich, wie es ist, aber Fiyaro ist absolut, absolut nice. Dann natürlich auf der Lane, auf welcher Lane sollte man Fiyaro spielen, ist ganz klar, sollte man natürlich im Jungle. Es gibt legit, also es gibt fast jedes Jungle-Pokémon, würde ich beinahe sagen, ja, kannst du auch auf Bot oder Top-Lane spielen. Aber Fiyaro ist wirklich dafür gemacht, im Jungle zu zocken. Ich sag so ein Absol zum Beispiel. Kann man trotzdem noch auf Top- und Bot-Lane zocken, sollte man trotzdem nicht tun. Aber Fiyaro ist wirklich ein reiner Jungler. Der ist einfach wie gemacht für den Jungle. Synergy ist eigentlich relativ entspannt. Und zwar, theoretisch gesehen, alle Tanks, Crustle, Slowbro, Snorlax, alles, was so ein bisschen CC mit sich hat, was lange lebt und Fiyaro einfach ein gutes Opening gibt, ist einfach sehr, sehr gut. Kotomi ist sehr, sehr nice, weil Kotomi halt bei euch hochheilen kann und Fiyaro braucht auf jeden Fall zu einem gewissen Zeitpunkt sehr viel Heal, aber das werden wir später noch rausfinden. Und dann halt einfach noch klassische Supporter, wie zum Beispiel Pantymos oder Knuddeluff oder auch Alola Vonona. Alles, was irgendwie so Wände oder so erzeugen kann, ist es sich ziemlich gut für Fiyaros Skill, weil mit Fiyaro müsst ihr halt die Skillshots hitten, denn ihr macht euch Damage mit einigen Skillshots und wenn ihr die noch nicht hittet, dann ist wasted, ist giga wasted. Aber kommen wir erstmal zu den Items, die ihr auf Fiyaro zockt. Und zwar haben wir da einmal den Leichtstein. Ich habe es schon mal erwähnt, der Leichtstein wird wahrscheinlich auf fast jedem Jungler gezockt werden. Gibt euch Attack, gibt euch Movement Speed, easy. Fiyaro ist zwar schon so mobil genug, aber einfach noch schneller zu sein, ist auf jeden Fall absolut nice und nicht verkehrt. Dann empfehle ich euch die Überreste. Hier ist jetzt ein bisschen tricky, denn man kann viele verschiedene Sachen spielen. Man kann Scoblinse spielen, man kann Schlauglas spielen oder wie ich mich dazu entscheide, ist für die Überreste, denn ich finde die Überreste sehr gut, dass ihr Out of Combat euch wieder ganz gut hochheilt, weil Fiyaro ist kein Tank. Fiyaro bekommt super viel Damage. Es ist einfach so, ihr werdet aus jedem Fight mit Fiyaro mit auf jeden Fall viel Leben verloren rausgehen, aber im besten Falle halt den Fight gewinnen. Und dann halt einfach, damit ihr nicht die ganze Zeit backpotten könnt und dann erstmal wieder weiter jungeln könnt, könnt ihr euch damit den Leftovers wieder hochheilen. Was tatsächlich ganz nice ist. Und ja. Und als letztes Item empfehle ich euch Sägesang. Ich weiß, bisschen weird, bisschen so, okay, hier so ein bisschen Attack, da bist du ein Special Attack und so. Aber eine ganz wichtige Attack geht natürlich auf die Basic Attacks, auf die Base Attacks. Und Spezialangriff geht halt auf die Moves. Und Fiyaro kommt schon sehr krass über die Moves.
Und deswegen spielen wir Sägesang, denn wir haben mit Sägesang erstmal Cooldown Reduction auf den Skills, was sehr nice ist. Wir haben ein wenig HP Recovery noch mehr, wenn wir Damage machen, was sehr nice ist. Und wir haben Spezialangriffsboost, was dann nochmal die Stärke unserer Moves so ein bisschen verstärkt. Deswegen finde ich dieses Sägesang tatsächlich ein sehr geiles Item auf Yaro. Kommen wir als nächstes zum Kampf-Item. Hier ein bisschen tricky. Ich bin ein guter Freund vom Fluchtknopf, denn Fluchtknopf gibt euch einfach noch mehr Mobilität, hilft euch, euch neu zu positionieren, was ich sehr, sehr gut finde vom Fluchtknopf. Und ich sage einfach, Flash mit 55 Sekunden Cooldown ist einfach geil, okay? Fluchtknopf kann immer gut sein. Das ist fast immer der Go-To-Skill. Aber auch X-Angriff ist ein sehr guter Skill für Fyaro, weil Fyaro so ein krasser Damage-Dealer ist. Oder wie manche auch denken, dass er nicht so krass Damage dealt und dann halt schon. Also X-Angriff auch absolut fein. Also ich bin ganz ehrlich zu euch, X-Angriff und Fluchtknopf liegt ganz bei euch. Könnt ihr zocken, wie ihr wollt. Aber ich finde auch Trankpotenzial nicht schlecht, weil wie gesagt, wenn ihr aus einem Fight rausgeht und relativ low seid, ist es nicht schlecht. Also mit Sägesang erstmal ein bisschen Recovery holen, dann sich mit Trank hochzuheilen, dann noch die Leftovers Recovery, vielleicht noch eine Citrus Berry mitnehmen. Einfach, damit ihr mit Fyaro relativ auf guter Health bleiben könnt. Deswegen Trank auch okay, aber in den meisten Fällen würde ich euch Fluchtknopf oder X-Angriff empfehlen. Situationsbedingt, was ihr einfach mehr fühlt, könnt ihr euch frei entscheiden. Und dann kommen wir auch schon zu den Movesets und jetzt wird es sehr interessant, denn als erstes haben wir natürlich Range the Short, das ist ein Melee-Attacker. Und als Fähigkeit haben wir die Orkanschwingen, wenn Fyaro hohe KP hat, dann wird sein Movement-Speed auch noch erhöht. Ne? Auch nochmal ein Grund, warum hohe KP auf Fyaro ganz nice sind, damit ihr halt einfach fixer unterwegs seid. Aber ja, wir kommen zu den Moves und zwar fangen wir an mit Level 1 mit Akrobatik, denn ihr habt mit Akrobatik direkt einen Dash. Akrobatik macht mehr Schaden als Schnabel oder wie es mittlerweile heißt, Piekser. Ist beides halt fein, aber ich würde euch einfach Akrobatik empfehlen, weil ihr mit Akrobatik einfach schneller im Jungle unterwegs seid. Ne? Das ist einfach, ihr könnt einfach direkt Akrobatik spammen, seid schneller unterwegs und habt dann später halt Schnabel. Das macht eigentlich keinen riesigen Unterschied. Aber ich würde euch Akrobatik einfach empfehlen, um ein bisschen mehr Speed reinzubekommen. Dann mit Level 5 werdet ihr, jetzt ist es wichtig, das ist ein bisschen anders als bei den anderen bisher, werdet ihr immer Nitro-Ladung skillen und niemals Aeoras. Aeoras ist so viel schlechter als Nitro-Ladung, denn ist zwar beides ein Dash, also allgemein hat Fyaro fast nur Dash-Skills, sind zwar beides ein Dash, aber Flame Charge erhöht halt obviously euren Movement-Speed und kann später absolut insane kombiniert werden. Aber wie gesagt, Aeoras kacke, ist so, kann okay sein, aber spielt nicht Aeoras, okay? Aeoras ist immer das Schlechtere, ihr geht immer für Flame Charge, ihr geht immer für Nitro-Ladung. Nitro-Ladung ist es einfach, denn ab Level 7 würde ich euch Sturzflug empfehlen. Fliegen ist nice, weil mit Fliegen seid ihr mobil und ihr könnt über Wände fliegen, was ultra nice ist. Das macht super viel Laune, über Wände zu fliegen und so, versteht mich nicht falsch, das ist richtig cool. Aber jetzt pass auf, jetzt wird es interessant, denn Sturzflug ist ein AOE-Skill. Ein AOE-Dash quasi, der sehr viel Damage macht. Ihr bekommt dadurch Recoil-Schaden, aber ihr müsst euch das quasi so vorstellen, ihr setzt zuerst Flame Charge ein, dann Sturzflug, denn Sturzflug resettet quasi die Cooldown von eurer Nitro-Ladung. Das heißt, quasi Reihenfolge Nitro-Ladung, Sturzflug, Nitro-Ladung, bam, Damage, 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 Damage. Deswegen ist das mein Bild für euch. Zockt Sturzflug und Nitro-Ladung, Fliegen kann wie gesagt gut sein, falls ihr wirklich so super mobil sein wollt. Ich glaube, Fliegen kann ganz gut sein, wenn man so ein bisschen schon, ja ich sag mal, ein bisschen behind ist und merkt, okay, das wird sehr, sehr schwierig und man will ein bisschen mobiler sein. Aber wenn ihr merkt, yo, ich bin so gefeedet, Alter, und ich will noch krasser gefeedet sein, dann zockt Nitro-Ladung und Sturzflug. Als Unite-Move habt ihr Flamesweep, das ist einfach so ein übelster Super-Dash, wo ihr einfach reinfliegt in den Teamfight über eine riesige Distanz und einfach ein paar Gegner dort mitnimmt und dann einfach so ein bisschen Feuer hinterlasst. Also das müsst ihr mal gesehen haben, bin ich ganz ehrlich, um das gut einschätzen zu können. Auch ein bisschen tricky zu lenken ist auf jeden Fall da wieder ganz entspannt, jemanden im Team zu haben, der Wände aufsetzen kann. Aber ja, auch absoluter Damage-Move. Und das war's zu Fyaro. Ihr habt gesehen, Fyaro ist super mobil, ist safe der mobilste Charakter im ganzen Game. Und wie gesagt, Nitro-Ladung, Sturzflugset ist einfach geil. Das böllert einfach gut rein. Und Fyaro ist wahrscheinlich der Game-Changer bei Zapdos, weil Fyaro kann dort perfekt mit seiner Ulti reinfliegen, kann mit Sturzflug AOE, wenn da fünf Leute sind, Alter, Fyaro boxt die aus dem Leben. Für da ist X-Angriff zum Beispiel ziemlich, ziemlich gut. Aber ja, gut, das soll es gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall unbedingt eine positive Wertung da. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr Fyaro main wollt oder ob ihr Fyaro auch öfters mal zocken wollt. Und lasst gerne ein Abo da, damit ihr keine weiteren Videos mehr
verpasst zur Pokémon Unite-Reihe. Ich mache super viele Guides zu allem Möglichen. Und ja, gut. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.